Hallo zu einer neuen Aufnahme, Folge, so rum. Ich glaube, das andere war eben die ganze Zeit ohne Ton, oder? Oh. Naja, habe ich trotzdem drinnen gelassen, denke ich mal. Naja. Zu viel habe ich ja sowieso nicht rumgequatscht. Ne? Naja, ist halt dann so. Ich hoffe, dass ich nur eine Aufnahme jetzt nicht aufgenommen habe. Naja. Werde ich dann sehen. Wäre dann schade oder doof, aber naja. So, da würde ich sagen, gehen wir jetzt hin. Wie der Vater, so der Sohn. Zwischensequenz, okay. Mal sehen, was es Neues bei Peter und der großen Die Balanx-Familie gibt. Gucken wir uns das mal an, wa? Aber wir sind auch nicht mal voll geheilt hier. Okay. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen dahin. Aber wir sind jetzt aufgefüllt zum Beispiel. Also voll geheilt. Aber wir sind schon groß geworden. Also. Oh, da ist es 6. Wo bist du? Keine Sau, sagst du. Aber umso größer man ist, umso. Ja. Unbeweglicher sind wir, ne? Und. Da haben wir, glaube ich, jetzt eine Zwischensequenz. Oder? Stand jedenfalls, ne? Mach schon mal aus. Zurück an Bord der Cajun Queen. Das ist Kyle, mein Sohn. Er ist nur den Sommer hier. Studiert Meeresbiologie. Ich kann mit einer Hand Haken anbinden. Er kann sich mit zwei kaum die Schuhe binden. Muss er von seiner Mama haben. Ja. Ich habe meinem Vater das ganze Jahr geholfen. Haben viel Zeit zusammen verbracht. Aber wir standen uns nicht nahe. Er war Haifischjäger. Sonst nichts. Wenn jemand den Megahai erwischt hätte, wäre er es. Ich dachte, es wäre ein entflohenes Experiment der Regierung. Junge, er wollte diesen Hai. Unbedingt. Hat ihn mal gefunden, aber nicht gefangen. Was ist mit deinem Vater passiert? Was ist passiert? Hört mal. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit für Fragen. Ich habe zu tun. Okay. Und da ist jetzt das Spiel abgestürzt. Okay. Jo. Aufnahme, kann ich das pausieren? Werden wir herausfinden. So, da sind wir wieder. Dead House Lock. Lock. Ja, keine Ahnung. Es ist zumindest weg. Keine Ahnung, ob wir jetzt weitergekommen sind oder nicht. Hier haben wir älteres Tier. Älteres Tier. Und da müssen wir wohl irgendwie hinkommen. Ich würde mal sagen, wir schwimmen mal dahin. Ach, hier können wir auch schon hin. Verfolgen. Ich würde mal sagen, diese beiden Fall.
Pfeile. Fragezeichen machen wir. Oder mal sehen, da müssen wir ja da wohl hinkommen, ne? Grotte. Laut einer aktuellen Online-Bewertung ist diese Grotte schiefer, gemütlich und super süß. Besuche die Grotte von... Da kriegen wir auch richtig viel da, ne? Wie gesagt, ich würde sagen, wir gehen erstmal dahin, gucken uns das da an und dann sehen wir weiter. Genau. Das würde ich sagen. So machen wir das. Jetzt müssen wir einmal da ganz rumschwimmen. Wie klein wir sind. Drei. Auch nicht mehr so groß hier. Hey Mensch! Okay, das ist wieder das da. Oh, da ist sowas. Und. Wie viele soziale Bewegungen gibt das jährliche Driftwood Man Festival vor, progressive Veränderung zu fördern? Aber eigentlich ist es nur eine Ausrede, die Gesetze für Nacktheit in der Öffentlichkeit zu missachten. Also wir schwimmen mal hier ein bisschen lang. Mal, was uns hier so erwartet. Oder was uns hier so, ja, erwartet. 18.000, Alter. Das ist ja so eine Schleuse. Okay. Okay, okay, okay. Dann würde ich sagen, mal gucken, wie wir da jetzt am besten hinkommen. Und wohl dadurch, ne, war. Wir haben hier jetzt ja auch 80%, ne? Ja. 80% da auch, 80%. Sonst können wir da nochmal eben hin vorbeigucken, ne? Gucken wir da nochmal vorbei, dann sind wir ja eigentlich schon da, wo wir hin wollen, so ungefähr. So. Da fehlt uns noch ein Mensch immer noch. Ich dachte, da wäre was. Oh, das ist noch ein kleiner Wels. Alter, ey. Ich weiß auch nicht, ob wir gleich gegen Boot oder sowas kämpfen müssen. Dann werden ja die anderen Beißerchen wieder ein bisschen besser, ne? Jetzt sind da wieder welche. Wir mal gucken, welchen nehmen wir denn? Ist da oben auf der Brücke? Oder einfach unten hier fahren. Sagt, was ihr wollt. Landstreicher sind gute Arbeiter. Im Gegensatz zu meinem missratenen Sohn Kyle. Deshalb bezahle ich sie dafür, dass sie nach dem Hai Ausschau halten. Okay, wir müssen aber jetzt also links und dann rechts rum. Rechts und dann links rum. Okay. Und dann
haben wir ein neues Gebiet. Oh. Könnte man auch Golden Shores wurde als Feriendomizil für Wohlhabende gebaut. Mit spektakulärem Meerblick, privatem Strandzugang und einem Tor, um die Einheimischen fernzuhalten. Okay. Gucken wir uns das mal von oben an. Sieht ja viel besser aus. Königsmakrele. Junge, Junge. Welt. Königsmakrele. Treffen die an? Nö. Das ist ja schon mal gut. Dass die nicht angreifen. Wels, Mensch, noch Wels. Okay. So, wir müssen mal eben nach oben gehen und gucken. Da hatten wir noch was. Ob das eventuell schon unsere Höhle ist. Mal gucken. Achso, das war das Ding. Oh, das haben wir gekriegt. Wow. Okay. Dafür so lange braucht zum Reinbeißen. Ich dachte, hier wäre jetzt unsere Grotte. Aha, aha. Vielleicht auch nicht. Dahin. Ja, das ist so ein bisschen abseits davon. Da, eine ist. Guten Tag. Okay. Das hat nicht so ganz geklappt. Dann gehen wir jetzt hier hin. Ja. Wo müssen wir denn lang? Da. Besucht die. Ach. Da müssen wir ja auch hin, damit wir die Grotte haben, ne? Hab ich sogar immer noch vorgelesen, die Grotte, ne? Besuche die Grotte. Ja, natürlich besuchen wir die Grotte. Das ist ja unsere Grotte, ne? Da gehen wir auch hin. Siehste, jetzt sind wir erst da, wo wir hingehören. Ach, hier ist sogar ein Hafen. Richtig. Hier war jetzt kein großer Hafen, aber hier ist doch ja so ein. Wie so ein Yachthafen, ne? So. Der Hai kehrt in die Grotte zurück, um sich auf seinen persönlichen Wandel zu konzentrieren. Okay. Aufgabe ansehen. Das
sind die ganzen Aufgaben, okay. 3,70 Meter ausgewachsen. Okay. 10.000. Okay. Da haben wir alles. Ne, haben wir nicht alles. Wir brauchen noch 4.000, damit wir noch ein bisschen besseren Magen haben. So nah haben wir. Und dafür brauchen wir 12. Naja, da weiß ich noch nicht so ganz genau, was wir dann machen. Was müssen wir denn jetzt machen? Zerstöre das Ziel. Aha. Okay, da. Frisst 10 Menschen. Töte 10 Makrelen. Komm, gehen wir da erstmal hin. Wo müssen wir raus? Raus ist alles hier, ne? Rotes Exit. Sieht aus wie in Miami, ne? So. Gar nichts los. Was ist das denn? Boah, was für Haie haben wir jetzt hier? So, wir machen die jetzt ganz auf, weil wir groß genug sind. Wir sollen Königsmakrelen fressen. Zwei Stück noch? Wo sind sie denn da? Na ja. Da ist er. Komm her. Keine Schlucki. Nichts bringt eine Königsmakrele so in Stimmung wie das Beobachten eines 73-Jährigen, wie er ein Double Bogey schlägt. Dass sie die Gewässer vor Bartholomew als Leichtplatz gewählt haben, zeugt von ihrer Liebe zum Seniorengolf. Okay. Seniorengolf. Was haben wir denn hier so Schönes? Okay. Irgendwas Schönes haben wir hier. Ups. Hallo. Da. Okay. Aber hier haben wir jetzt auch Haie. Und
Auto haben wir hier? Alter, ich hab die Orientierung verloren. Ich bin hier gar nicht weiter oder wie. Okay. Von da aus können wir nicht weiter. Okay. Dann müssen wir hier den nächsten Eingang nehmen. Also der Hai, der ist nicht mehr ganz frisch hier. Ich glaube, die Bären sind nicht aggressiv. Oder wollen wir die Molly... Molly Mu. Ne, wir nennen die Bertha. Molly Mu, die Superkuh, wollte ich sagen. Nein, das geht ja gar nicht. Helga, der Superhai. Gibt's hier noch was? Ich war da so cool, das Ding da. Von diesen Muskeldinger, da kriegen wir so viele. Davon. Brauchen wir gar nicht so viel. Nur die attackieren, die wir auch wirklich erledigen. Müssen. Von diesen komischen Dinger, da können wir auf jeden Fall was von mitnehmen. Königsmakrele. Ja. Der Plünderer begnügt sich oft damit, nach allen möglichen auf dem Meeresgrund gesunkenen Abfällen zu naschen. Hier sind, kann ich gerade nicht einordnen. Stell dir mal vor, das ist wirklich so. Oh, hier noch was. Ja. Manche Haie sind Plünderer, die wahllos alles konsumieren, was auch nur annähernd essbar erscheint. Ja, warum denn nicht? Bietet sich doch auch
Doktor. Oder auch nicht. Guten Tag. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Okay, da drinnen. Wir gehen mal in diesen Tempel hier, der da ist. Was ist denn los hier? Ich will doch nichts von euch hier. Ah, endlich. Oh. Kann ich mal gucken, wo wir jetzt. Also hier gibt es einiges zu tun. Ich glaube, dann gehen wir dann auch gleich hin. Aber ich würde sagen, unsere Beta bleibt mal eben hier, bis wir die nächste Folge uns einrichten. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns wieder. Bis denn. Tschüss.